Und mit dieser malerisch tollen Aussicht in die weite Welt von Lego City, beziehungsweise Lego City ist in der anderen Richtung. Aber werden wir einmal hier rangehen. Chief, bisher darf die Polizei für einen teuren Sportwagen, einen Gefangenentransporter und einen LKW voll mit Elektronik aufkommen. Sonst noch was? Der Riesensmaragd? Oh. Wie bitte? Das Ding ist mehrere hunderttausend wert. Wir gehen noch pleite. Warum hast du das getan? Weil ich musste. Um in Vinny Papalados Gang zu kommen. Chan hat für ihn gearbeitet. Du bist in Papalados Gang? Den versuchen wir schon seit Jahren was anzuhängen. Chan ist also nicht mehr wichtig. Okay, ich habe einen Auftrag für dich. Du besorgst mir Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang in Form von Fotos. Danach buchten wir sie alle ein und mit ein bisschen Glück singt einer und liefert uns so Chan. Dafür brauche ich erstmal eine Kamera. Auf eigene Rechnung. Oder nimm die Kommunikatorkamera. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Ding hast, ruf Officer Phillips an. Hey, Ellie. Der Chief sagte, dass du mir mit der Kamera des Kommunikators helfen würdest. Wusste nicht mal, dass das Ding eine hat. Komisch. Mhm. Ich leite mal die Ferndiagnose ein. Okay, das war's. Deiner läuft mit alter Software. Ich aktualisiere sie mal. Danke. So, jetzt läuft's. Und als Bonus gab's noch ein paar neue Klingeltöne. Okay. Siehst du? Danke. Ich brauche Beweise gegen die wichtigsten Leute aus Chans Gang. Ganz einfach. Such dir eine gute Stelle zum Beobachten und folge dann den Anweisungen auf der Kamera. Idiotensicher. Na, ich weiß ja nicht. Ich hatte am Ende nur Fotos von meinem Gesicht. Aber nicht Frank sicher. Der Frank. Meine Schuld. Oh. Hey, das wird sicher Ärger geben. Das schlägt sich auf die Prozente nieder. So. Wir müssen also Fotos machen. Ich bin mal gespannt. Und ja, wie gesagt, das Game, es macht immer noch ultra Bock. Es ist so schön, es ist cool gemacht. Es macht einfach mit jeder Mission unglaublich viel Spaß. Und vor allen Dingen halt auch, wenn ich es jetzt auch komplett blind spiele und sowas. Es ist einfach mega schön, halt auch zu sehen, wie die Dinge hier funktionieren und was die Leute hier machen. Ach, es ist einfach klasse. So. Und was ich halt auch jetzt gerade extrem geil finde, wir haben halt einfach jetzt mal 2 und mal 4 gleichzeitig aktiviert. Das bedeutet, wir kriegen jetzt einfach mal 8 Stats. Mal 8, meine Freunde. Wie krass ist das bitte? So, und wir sind am Zielort angelangt. Auf geht's für Fotos von Chans Gang. Bevor ich die Fotos mache, informiere ich mich wohl lieber, welche Jobs geplant sind. Wenn ich die also abhörbar gegenüber von Chans Schrottplatz beobachte, bekomme ich vielleicht mit, was sie für heute geplant haben. Dann hören wir es mal ab. Okay, und wieder eine Parkour-Einheit. Und ich sehe, da können wir wieder einbrechen. Wir müssen sogar hier einbrechen. Können wir hier drüber springen? Schade. Aber einen weiteren finden wir hier auch. Hinterher. Einfach mal 8. Das sind einfach 16.000, die wir gerade gemacht haben. Und wir springen. Ach, das war's schon. Wow, was eine Jump-and-Run-Passage, Leute. Wow. Und die fahren jetzt wirklich. Ach du, das erinnert mich an ein so ein Video, was ich mal gesehen habe von so einem Amerikaner, der aus dem Haus gegangen ist und zur Arbeit gefahren ist. Und der ist halt wirklich einfach nur literally die Straße einfach nur hochgefahren. Es war so witzig, ne? Der fährt halt wirklich diese 500 Meter mit dem Auto. Es war echt witzig.
So, haben wir die Möglichkeit, hier aber andere Leute zu belauschen? Jetzt reicht's mir. Ich trenne mich von Janice. Und was ist das diesmal? Sie glaubt, ich würde ihr nicht trauen. Das hat sie so gesagt? Nö, das stand in ihrem Tagebuch. Oh, ich find's geil. Sind Sie der Besitzer des Ladens? Ja. Ich habe das letzte Woche hier gekauft. Ist kaputt. Haben Sie die Batterien eingelegt? Ja. Da haben wir das Problem. Das ist eine Wärmflasche. Okay, hören wir mal an, was die Leute zu sagen haben. Und die richtige Frequenz. Okay, Leute, es ist mal wieder soweit. Wir müssen die Jungs ausbezahlen, die für uns die Karren klauen. Also hört zu. Ping, du triffst dich mit Ray auf dem Balkon der Apotheke. Lee, Bobby wartet auf dich in der Gasse beim Schrottplatz. Und Feng, du wirst eine seltene Karre von Blake beim Limousinenladen in Empfang nehmen. Wenn ihr alles kapiert habt, verhaltet euch einfach ganz ruhig. Sehr gut. Dann ab mit euch. Es würde wohl mehr für uns abfallen, wenn wir die Karren gleich selbst klauen würden. Drei Verbrechen an drei verschiedenen Orten. Wie in aller Welt bekomme ich jetzt Fotobeweise für die alle? Tja. Yeah. Vielleicht klappt es ja aus der Luft. Wenn ich auf die Pagode im Park klettere, kann ich all diese Treffpunkte einsehen. Boah, Chase, du bist eine Maschine. Mist, ich wollte so rüberspringen. Bidu, bidu, bidu. Auf geht's. Krass, Indiana Jones. Ich sehe wieder hier Jump and Run. So, wir haben jetzt 955. Das heißt, wir dürften jetzt 63. Alter, das ist so krank. Ich habe, muss ich zugeben, gedacht, wir hätten hier irgendwie ein Parcours oder sowas, was wir machen müssen. Aber nope. Erstmal müssen wir hier drum herum laufen, um alle Steine hier einzusammeln. Dann dürfen wir hier reinlaufen, wo wir eigentlich hätten langlaufen müssen. Um wieder rauszulaufen. Ich muss zur Bank. Da ist nix. Muss man denn hier, oder wie muss man denn? Ah. Ah. Ciao, ciao, ciao. Muss ich das denn hier machen? Ich verstehe es nicht. Muss die hier gelb sein? Geh dort hinauf, um Fotos zu machen. Ja, aber wie komme ich denn dort hinauf? Aha. Warum kann ich jetzt einige kaputt machen und einige nicht? Ah.
Ah, du hast die falsche Farbe benutzt. Wir brauchen Grün. Wo finde ich denn jetzt grüne Farbe? Erstmal nicht. Wo finde ich denn hier Farben? Das war ernst, Leute, wo finde ich hier? Wo finde ich die Farben? Hier. Wir machen einfach mal das, was wir immer machen. Wir machen mal alles kaputt und schießen auf alles, was geht. Okay. Hä? Wieso geht es jetzt? Ihr habt es eben gesehen. Ich habe sogar versucht, da drüber oder mit dem Ding da drauf zu zielen. Es ging einfach nicht. Ich habe es versucht. Mal sehen, ob Pink schon bei der Bibliothek ist. Wo ist denn die Apotheke? Hier. Ist das hier? Und da hätten wir Foto Nummer 1. Mhm. Wird sich als sehr nützlich erweisen. Jetzt können wir den Bootsdiebstahl zu dir zurückverfolgen, Ping. Als nächstes Lee in der Gasse. Da ist Lee. Foto machen. Ey, wirklich, ne? Ich verstehe es nicht, warum es eben nicht gezeigt hat. In Flagranti erwischt, Lee. Böser Junge. Jetzt brauche ich nur noch Feng, wie er das gestohlene Auto entgegennimmt. Das ist hier. Schade. So, Feng, wo bist du? Da ist das gestohlene Auto. Und was fehlt noch? Das ist Feng. Aber das Auto ist nicht gut genug zu erkennen. Ach, ich muss näher ran. Oh, das war jetzt echt knapp. Vor allem, wenn da ist einer von den bösen Jungs. Ach so, okay, ups. Als ob das jetzt nicht auffallen würde. Das ist definitiv der gestohlene Wagen. Hey, du, lass das! Ciao, 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 ciao. Schade, ich hätte gerne nochmal die Spinning Backfist nochmal gehabt. Aber auch hier wieder alle erwischt. McCain, Chief. Ich sehe mir gerade deine Fotos an. Geh nicht davon aus, dass du dir als Fotograf eine zweite Karriere aufbauen kannst. Aber als Beweismittel sollten die Fotos reichen. Danke. Ich fühle mich fast geschmeichelt. Ein paar unserer Jungs nehmen gerade die anderen Gangmitglieder fest, die du fotografiert hast. Wenn dich Chan anruft, weißt du von nichts. Er soll keinen Verdacht schöpfen. Zumindest so lange nicht, bis einer seiner Leute gesungen hat. Klar, Chief. Schließe Kapitel 6 ab, das bleibt in der Familie. Alright. Wir haben die Kamera freigeschaltet. Und Kontrollpunkt abgeschlossen. Ein klitzekleiner Auftrag für Chan ist die Überschrift für Kapitel 7, in dem wir momentan uns befinden, meine lieben Freunde.
Sicherheit. So, wir gehen einmal wieder für Chan. Ich weiß von nichts. Keine Sorge. Die meisten meiner Leute sind Idioten. Aber nicht du. Dich finde ich gut. Danke dir. Wart mal, das kam jetzt falsch rüber. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ja, ich hab da was für dich. Fahr zum Crescent Park, Kai. Sofort! Oh, da sind wir doch gerade. Wie immer. Wie cool. Als hätte ich's geahnt, ne? Als hätte ich nie etwas anderes gemacht. Was bekomme ich? Ah, okay. Den Rettungsschwimmer-Skin. Bitte Pam, bitte Pam, bitte Pam. Oh, schade, sie ist nur Rettungsschwimmerin. Das wäre so witzig, wenn sie Pam hieß. Das wäre einfach funny gewesen, wenn sie wirklich Pam heißen würde. So, wir angeln einmal. So viel Zeit muss sein. Und wir ziehen einmal die Lachse hier an Land. Oh, wir haben hier den alten Fischkollegen gefunden hier. Den alten Fischer Heinrich. Seemann. Na, oh, nur Fischer. Schade. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt da. Ja, Feng sollte das machen. Aber ich finde ihn einfach nicht. Hm. Li, Fu und Ping auch nicht. Holen die alle Kaffee? Wieso? Ist meiner denn schlecht? Niemals! Irgendwas geht vor sich und ich hab nur noch dich. Und diesen Haufen Tölpel! So, da all meine Leute unauffindbar sind, bist du also der Glückliche, der diesen Job machen darf. Yeah. Was gibt's? Die Einzelheiten gibt's später. Vorerst bleibt die Sache geheim. Mein Boot liegt am Kai. Nimm es und fahr zur Apollo-Insel. Sofort! Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Dann fahren wir einmal zur Ab. Ah, freigeschaltet. Boote. Das heißt, fahren wir alleine, oder? Ja, cool. Was sehen meine Augen da? Wir können springen. Yeah. Brauchen wir das alles? Nee, die machen wir es trotzdem. Ja. Alright, und die zweite. So, dann fahren wir auf jeden Fall noch zur Apollo-Insel. Was uns allerdings dort erwarten wird, sehen wir nicht heute, sondern in der nächsten Folge von Lego City Undercover. Was ich mich halt nur gerade frage, dort hinten ist die Insel. Wir müssen, glaube ich, hier einmal rum. Deswegen wäre es doch eigentlich sinnig. Oder? Nein, oder? Nee. Stimmt, wir müssen jetzt hier durch. Okay, wir fahren einfach. Nicht viel denken, einfach fahren. Ich finde es ja nur ein bisschen schade, wie langsam das Ding hier ist. Ich hätte es mir gerne einen Ticken schneller vorgestellt. Abwasserkanäle. Kann man die kaputt fahren? Yes. Und wir sind schon doppelter Millionär. Millionär, Millionär.
So, dort hinten befindet sich die Apollo-Insel. Wir sind natürlich mit... Ellie, Chan hat mir einen neuen Auftrag erteilt und dieses Mal ist es wohl mit einem Sportwagen nicht getan. Fahre gerade zur Apollo-Insel. Was zum Geier soll Chan denn für Rex von dort besorgen? Keine Ahnung, aber diese Sache scheint wichtig zu sein. Ich hoffe auf eine richtige Spur. Eine dicke, fette Spur. Wir hören uns. Ich frage mich, wie es gewesen wäre, wenn wir bessere Skills bzw. bessere Kampfkunst-Skills hätten und Rex Fury dann einfach dingfest gemacht haben. Bist du auf der Insel angekommen, Fahrer? Ja, Sir. Gut. Du musst was klauen. Ach nee. Und zwar einen Mondbuggy. Hä? Was hast du denn gedacht? Dass ich dich zum Eis holen schicke? Wäre super gewesen. Verschaff dir Zutritt zum Weltraumzentrum und klau den Mondbuggy! Und da müssen wir einen Planeten runterhauen. Sollte mich besser verkleiden, um da reinzukommen. Okay, damit wissen wir, was wir in der nächsten Folge auf Lego City Undercover machen. Bis dahin, meine lieben Freunde, bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, euer Fury.